Du hast sicherlich auch schon ganz viele verschiedene Hintergründe in Webinaren gesehen und manchmal sieht es da ein bisschen wild aus, manchmal passt irgendwie das Licht nicht richtig zu dem ganzen Surrounding, nennen wir es mal so, oder du hast kahle Wände oder irgendwie totales Gegenlicht geblendet und so weiter und so weiter. Und dann hast du vielleicht auch schon schöne Hintergründe gesehen, wo du denkst, wow, bei den Leuten sieht das aber toll aus oder der Speaker hat aber ein tolles Büro und so weiter. Und ja, ich möchte dir heute zeigen, wie du virtuelle Hintergründe in WebEx einstellen kannst. Das Ganze ist ganz einfach, deshalb versuchen wir auch mal hier ein kurzes, knackiges Video, eine kleine Anleitung, wie das Ganze geht, welche Hintergründe für dich funktionieren, also was du einstellen kannst, wie du das Ganze einstellen kannst und wo du schöne Hintergründe bekommst. Und zwar ganz legal, sodass du sie auch nutzen darfst. Mein Name ist Gwendolin und du bist hier richtig, wenn du Tipps und Tools erfahren möchtest, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen und vor allem, wenn du Webinare oder Videos und vielleicht auch noch on top Pinterest für dein Business einsetzen möchtest. Ich will jetzt aber gar nicht so furchtbar viel davon erzählen, sondern wir steigen jetzt einfach mal ein, schauen uns an, wie das Ganze aussieht mit verschiedenen Hintergründen, was es da eigentlich so gibt, wie diese Hintergründe ja wirken. Also was zum Beispiel sehr nett aussieht, wo so ein paar Tücken sind, auf was du achten musst. Und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen. Dann kannst du deine Hintergründe einsetzen und kannst dann deine Webinare ein wenig anders gestalten. Beziehungsweise so gestalten, wie du es gerne hättest. Wie sieht das Ganze in WebEx aus? Wir sind hier jetzt in einem Meeting. Ich habe einfach mal ein Meeting gestartet, ohne Teilnehmer. Ich bin die einzige Teilnehmerin. Das macht aber nichts, weil wir wollen ja hier die Kamerafunktion anschauen, beziehungsweise die Videofunktion. Und wollen jetzt gleich gemeinsam gucken, wo du das Ganze einstellen kannst, den Hintergrund zu wechseln und wie es dann aussieht. Ich zeige dir das jetzt einfach mal. Du kannst das im Vorfeld bereits vornehmen, aber du kannst es auch jederzeit im Meeting bzw. kurz bevor du das Meeting startest. Und da gehst du dann auf Video und hier hast du Einstellungen und auch den Punkt virtuellen Hintergrund ändern. Du klickst auf den virtuellen Hintergrund ändern. Hier hast du noch die Möglichkeit, auch die Kamera zu wechseln, sofern du mehrere Kameras zur Auswahl hast. Wie du bei mir siehst, ich benutze gerade die FaceTime-Kamera, das bleibt auch so. Und jetzt kannst du hier erkennen, dass du entweder keinen Hintergrund auswählst, sprich du wechselst ihn nicht. Du kannst Verwischen nehmen, das zeige ich dir einmal. Das sind die Standardeinstellungen, die es hier gibt. So, wir nehmen mal Übernehmen, damit du auch siehst, was passiert. Und nehmen mal dieses Fenster raus. Ja. Also der Hintergrund wird schön ausgeblurrt und ist im Grunde nicht mehr richtig sichtbar hier. Du siehst, wenn ich mich bewege, hole ich immer ein bisschen Hintergrund mit. So ein bisschen im Nebel das Ganze. Nein, aber was ich sagen wollte hier, die Ränder sind natürlich nicht ganz so sauber weggetrennt. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so schlecht, dass es nicht ganz so unecht aussieht, sowieso davor gesetzt. Wie bei anderen virtuellen Hintergründen hast du auch hier das Problem, sobald du die Hände in den, ich sag mal, Außenbereich, außerhalb deines Körpersbereich setzt, siehst du, dass immer wieder Hintergrund durchkommt, dass die Hände so ein bisschen, ja, im Nebel verschwinden bzw. aus dem Nebel kommen. Wenn du natürlich vor dir selber rumhantierst, passiert gar nichts. Und wenn du ganz ruhig sprechen kannst, ohne das Gehampele drumherum, ist es wahrscheinlich noch besser. So sieht der Blur-Effekt aus. Jetzt schalte ich mal um und wir wählen ein Hintergrundbild. Dazu gleich vielleicht als Info, hier in WebEx kannst du nur wirklich Bilder auswählen. Das heißt, du kannst keine Hintergrundvideos laufen lassen. Vielleicht hast du das in meinem Zoom-Video gesehen. Das findest du da. Komme ich mal aus dem Nebel. Da zeige ich dir, wie du auch in Zoom den Hintergrund, den virtuellen Hintergrund ändern kannst. Und da hast du die Möglichkeit, auch Videos einzustellen. Hier gibt es nur Bilder. Hier sind allerdings ein paar Bilder, wie du auch schon sehen kannst, vorinstalliert. Und die letzten beiden habe ich noch hinzugefügt. Ich nehme einfach gleich mal das letzte hier. Dann siehst du mich in den Wolken. So, das ist einfach ein Foto, was ich draußen von unserem schönen blauen Himmel geschossen habe und ja, ein paar Wolken. Und ja, hier siehst du auch hier an den Rändern wieder das Problem mit dem quasi Greenscreen. Man muss dazu sagen, ich sitze jetzt in einem relativ dunklen Zimmer. Also ich habe natürlich ein bisschen Beleuchtung an, damit man mich sehen kann, aber es ist relativ dunkel und es ist kein Greenscreen hinter mir. Also das ist jetzt quasi die Technik von WebEx und da kann man schon sagen, dass die
ganz ordentlich ist. Aber ja, auch hier wieder hier diese Kanten, diese typischen Probleme, die man auch teilweise mit Greenscreen hat, wenn die Farbe nicht richtig rausgenommen wird, das ist schon zu sehen. Aber letztendlich, wenn du deinen Hintergrund verstecken möchtest und vielleicht, ich nehme jetzt hier mal wieder was anderes, du kannst immer wieder hier drauf gehen, immer wieder auf virtuellen Hintergrund ändern, irgendetwas auswählen. Strand ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber wir nehmen mal dieses Büro. So, und sagst, du bist in einem Büro, dann werden natürlich deine Teilnehmer merken, dass du nicht wirklich in dem Büro bist, aber du blendest deinen Hintergrund wirklich komplett aus, lenkst nicht weiter ab, man guckt sich das an, ist eine Büroatmosphäre, alles gut und ja, du hältst dein Webinar. Du kannst jetzt hier tatsächlich auch noch passend, wie gesagt, zu deiner Stimmung alle möglichen Dinge auswählen. Hier ist noch so eine Landschaft. Hier ist, ich weiß gar nicht, das nennen wir mal Objekte, steht da. So, hast du ein bisschen, sitzt so ein bisschen wie in so einem Kunstwerk. ja, du siehst, du kannst es wirklich anpassen an deine Bedürfnisse. Du könntest jetzt auch ein Bild hinterlegen, wo dein Logo drauf ist, dass du einfach sozusagen vor deinem Banner sitzt oder was auch immer. Das kannst du einschalten, wie du möchtest. Und virtuelle Hintergründe bieten sich natürlich immer da an, wo man wirklich seinen Hintergrund nicht zeigen möchte, sei es aus ja, Schutz der Privatsphäre oder aber du bist irgendwo in einer öffentlichen Location und möchtest halt nicht, dass die Leute, die da rumlaufen und so weiter, alles mitgezeigt wird. Dann kannst du das nutzen oder einfach auch, wie gesagt, wenn du ein Branding vornimmst und du möchtest, dass man das Branding sieht. Gut, jetzt zeige ich dir noch einmal ganz kurz, wenn du hier auf das Plus gehst, dann kannst du von deiner Festplatte oder externen Platten oder woher auch immer, wo du deine Bilder lagerst, kannst du dann einfach neue Hintergrundbilder hinzufügen. Ich habe gesehen, JPEGs und PNGs funktionieren ohne Probleme. Gut, und jetzt noch ein Tipp, kurz zum Schluss. Da schalte ich jetzt noch einmal um und zwar möchte ich dir einmal Pexels zeigen. Hier siehst du pexels.com, da sind wir jetzt. Und du siehst, hier gibt es allerhand Videos, aber auch, wir gehen nochmal auf die Startseite, aber auch Fotos. Und du kannst hier zum Beispiel ein Foto für dich aussuchen. Hier sind eben auch Videos. Wie gesagt, die funktionieren in Webex in diesem Fall nicht. Aber du suchst dir einfach ein Foto aus, was zum Beispiel für dich passt, was du gerne als Hintergrund nehmen möchtest. Sind die Personen hier vielleicht jetzt nicht ganz das Richtige? Schauen wir nochmal. Hier siehst du schon, wenn du suchen gehst, Zoom Backgrounds und Funny Zoom Backgrounds und alles, was für Zoom hier gezeigt wird, kannst du natürlich auch für deine Hintergründe in Webex nutzen. Sprich, wir gucken einfach mal hier die Nature-Bilder. So, und da siehst du schon, das sind alles Fotos, die du, und jetzt gehen wir mal passend zur Jahreszeit, nehmen wir mal den Ahorn hier, die du kostenlos nutzen kannst. Hier siehst du das, kostenlose Nutzung, die du dann einfach herunterlädst und einsetzen kannst. Also, wenn du Inspiration brauchst und kostenlose Nutzung von Fotos oder eben auch kleinen Videos, dann ist vielleicht pexels.com für dich genau das Richtige. Wenn du den Eigentümern der Bilder eine Freude machen willst, dann erwähne sie in deinen YouTube-Videos, in deinen Webinaren, in wo auch immer du es nutzt. Ich finde, das ist ein gewisser Respekt und das zeigt eben auch, dass du das zu würdigen weißt. Und natürlich kannst du auch, wenn du zum Beispiel da einen Lieblingsfotografen oder Lieblingsvideografer oder was auch immer findest, gerne immer auf Spenden klicken und denjenigen eine Kleinigkeit zukommen lassen. Ansonsten hast du aber tatsächlich die Möglichkeit auch der kostenlosen Nutzung. Ja, so viel zu Pexels. Ich denke, wir schalten mal wieder zurück. So in mein, ach, hier bin ich noch in zwei Bildschirmen. Und nehmen wir doch mal zum Abschluss dieses Bild. Oh, ja, man muss nicht nur, jetzt habe ich alles ausgeschaltet, man muss nicht nur auswählen und übernehmen, sondern auch das Video noch anlassen. Und jetzt haben wir diesen Bildschirm. So, zum Abschluss nehmen wir nochmal ein buntes Bild hier. Ich hoffe, du weißt jetzt, wie du das einstellst, du weißt jetzt, wann du es nutzen kannst und du weißt, wo du weitere Fotos findest.
Ja, du hast jetzt die verschiedenen Hintergründe gesehen und hast gesehen, wie man das Ganze einstellt und kannst dir jetzt überlegen, was vielleicht für dich sinnvoll ist. Du kannst natürlich dein Branding als Hintergrund benutzen. Du kannst irgendwelche Büroräume und, oder irgendwelche Landschaften. Ich denke, ganz wichtig ist, dass man nicht irgendwas total Abgefahrenes im Hintergrund hat, was deine Zuschauer oder deine Zuhörer, also beziehungsweise deine Teilnehmer irgendwie ablenken könnte, sondern dass du einen Hintergrund hast, der vielleicht zu dem passt, was du erzählst, also zu deinem Thema, der aber schön aussieht und trotzdem eben, wie gesagt, nicht zu präsent ist, weil die Teilnehmer deiner Webinare sollen sich ja immer noch auf dich konzentrieren und auf deine Inhalte und nicht darauf, wie schön oder was alles in deinem Hintergrund los ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch und falls noch nicht geschehen, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst, also mir ein Abo dalässt. Schreib gerne unten unter dieses Video in die Kommentare, ob du virtuelle Hintergründe einsetzen wirst oder vielleicht schon einsetzt und wenn ja, warum. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.